Eigentlich gehört es zum Handwerkszeug, das zu können, aber es gibt auch immer wieder irgendwelche Unsicherheiten. Und zwar Funktionsgleichungen nach Y auflösen. Bloß mal zur Erinnerung, wenn ich Y ist gleich meinetwegen 3x plus 7 oder irgend sowas vorgegeben habe, ja, dann ist es leicht. Dann zeichne ich das so ein und sage, okay, Y-Achsenabschnitt ist bei plus 7, hier ist Y. Und dann gehe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoch, dann habe ich meinen ersten Punkt und dann sage ich, okay, von da aus 1 nach rechts und 3 nach oben, dann habe ich einen zweiten Punkt und dann kann ich zeichnen. Ja, gut und schön. Dafür muss aber die Gleichung nach y umgestellt sein. Das ist hier offensichtlich nicht der Fall und deswegen zeige ich es nochmal ganz kurz. Wichtig ist, dass y alleine steht. Deswegen fragen wir uns, wer heißt hier nicht y in diesem Fall? Nach y soll aufgelöst werden. Ich mache das jetzt so, ich erkläre das mal kurz und dann mache ich immer wieder Übungsaufgaben und wir machen das dann zusammen. Vorsichtig, man könnte hier alles schon durch 4 teilen. Ich würde es nicht machen, ich würde nach diesem Schema gehen, Klammer, Punkt, Strich, aber rückwärts. Guckt bei dem Link nach, was ich damit meine, müsste eigentlich bekannt sein. So, das heißt also, ich sage, okay, zuerst die Strichrechnung, Regiestrich minus 12, dann steht hier 4y. Plus 12 minus 12 hat sich dann aufgehoben, ist x minus 12. Gut, bis dahin schön. Jetzt sage ich, okay, jetzt stört noch aber das stille Mal 4. Also sage ich durch 4. Und hier steht y ist gleich x durch 4 minus 12 durch 4 ist 3. Jetzt kann ich mit diesem Ding zeichnen und so weiter und so fort. Wie Funktionen skizziert werden oder gezeichnet werden, lineare Funktionen, werde ich dann auch noch einen Link anfügen, also auch. Hier ein Link. Ihr schaut immer oben auf das i, wenn das i erscheint, beziehungsweise wenn hier der Teaser erscheint, dann könnt ihr da draufklicken. Das Video wartet hier, ihr verpasst nichts, kein Problem. Gut, kommen wir mal gleich zu einer ersten Übungsaufgabe und dann halte ich das Video an. Ihr macht die zu Hause, ich mache die zu Hause hier und dann sehen wir uns danach wieder. Anderes Beispiel, ich sage einfach mal, ja, ein Fünftel y. Minus 3 soll gleich 2x sein. So, Achtung, Klammer, Punkt, Strich und so weiter. Nicht anfangen, hier irgendwas zu teilen, auch wenn es manchmal noch so schön aussieht. Es geht am einfachsten. Ich drücke jetzt die Pause-Taste. Ihr drückt sie auch, schreibt euch die Aufgabe ab und löst die. Und dann sehen wir uns wieder und ich erkläre, was ich gemacht habe. So, ich denke mal, das wäre eindeutig. Zuerst, ne, Klammer, Punkt, Strich, erst die Strichrechnung, die 3 einfach rüber. Achtung, nicht mit den 2x vermischen. Ne? Das sind zweimal unbekannt plus einmal komplett konkret bekannt. Also, das darf man nicht vermischen. Dann steht hier drüben 2x plus 3, hier ist minus 3 durch plus 3 verschwunden. Jetzt steht hier ein Fünftel y. Wer das nicht weiß, wenn da ein Fünftel y steht, könnte ich auch sagen y, also einmal y durch 5. Die 1, die kann ich mir schenken, die ist gar nicht mal wichtig. Aber das Gegenteil von durch 5 ist mal 5. Daher habe ich das gemacht. Habe alles mal 5 genommen. Achtung, die 2x mal 5 nehmen und die 3 aber auch. Und dann ist das wieder klar. So, ich werde jetzt ein paar Aufgaben hinschreiben. Ich hoffe, dass das bis dahin funktioniert hat. Wenn nicht, dann macht das nochmal von vorne. Also guckt euch die Aufgabe an, schreibt sie ab, macht sie nochmal und vergleicht dann hiermit. Ruhig die erste und die zweite. So, ich mache mal ganz kurz Pause, schreibe ein paar Sachen auf oder ja. Machen wir so. Bis gleich. So, jetzt haben wir hier 4 Aufgaben. Ihr stellt immer alle nach Y um und wir sehen uns dann wieder. Ich erkläre das dann nochmal. Gut, also bis gleich. So, hier die Auflösung. Hier war klar, ne, Klaps rückwärts, okay, das dürfte nicht so schwer sein. Zum Schluss durch 12 teilen und dann habe ich extra nochmal Kürzen dahinter geschrieben. Weil das malt sich schlecht mit so einem Steigungsdreieck. Ne? 15 Zwölftel x, also da kann man auch 5 Viertel x draus machen. Und hier hinten auch kürzen, also ist der y-Achsenabschnitt bei minus 1 Viertel oder minus 0,25. Schauen wir uns diese an. Ist nicht schlimm. Ich habe eigentlich schon die ganze Sache nach y umgestellt, vorliegen und teile durch 4. Achtung, alles durch 4 teilen, entsprechend kürzen. Dann bleibt das übrig. Und dann tauschen, sodass dann vielleicht, wenn ihr das so nicht mögt, dass y hinten steht, dann sagt man eben, y ist dann 1 halb x minus 1 halb. So, das geht auch weiter. Hier, vorsichtig sein, Klaps rückwärts. Vorsichtig, hier ist noch das
dieser Bruchstrich ist eingeteilt durch, das ist also eine Punktrechnung. Jetzt sagt mir aber die Strichrechnung zuerst, wenn ich das probiere, das geht nicht, das ist innerhalb der Klammer geschrieben sozusagen. Ich kann hier wegen des gemeinsamen Bruchstrichs auch eine Klammer machen. Also kümmere ich mich erstmal darum, das ärgert mich am meisten, durch 3, ich nehme alles mal 3, dann habe ich hier 3x und hier habe ich keinen Bruchstrich mehr, ne, weil sich das dann kürzt. Ja, und der Rest ist dann wieder Tippeltappeltour, das dürfte dann nicht so schwer sein. Die andere, wenn da steht 4 plus y plus 5 ist gleich 3x, dann fasse ich erstmal zusammen. Und zwar, diese hier, die hat kein y und diese auch nicht, diese Zahl. Also kann ich das als y plus 9 zusammenfassen und dann mache ich wieder Tippeltappeltour. Gut, noch 4 Aufgaben, mal ein bisschen ungewöhnlicher und wir machen das gleiche Prinzip. Hier sind sie. Schreibt euch die Aufgaben jetzt ab und drückt die Pausetaste, löst die zu Hause und dann können wir mal sehen. Also für lineare Gleichungsfans ist das hier unten natürlich noch nichts. Aber Achtung, ich rate hier vorsichtig zu sein und vor allem hier entweder Brüche zu nehmen oder Kommazahlen zu nehmen. Gut, wir sehen uns dann wieder. Na, mal ganz kurz zur ersten. Wir üben hier nebenbei. Achtung, wenn ich durch 2,5 teile, kann ich machen. Dann schreibt das als Bruch. 5 durch 2,5 in Bruchschreibweise. Das heißt nicht 5 durch 2,5 oder sowas. Das ist Blödsinn. Der Bruchstrich ersetzt eigentlich nur das Geteiltdurchzeichen. Hier lässt sich das ja noch leicht einsehen. 5 durch 2,5 ist 2. Hier habe ich aber 1 durch 2,5. Damit kann ich nichts anfangen. Jetzt kommt ein Trick. Ich erweitere einfach mit 10 in Blau. 1 mal 10 ist rot 10 und 2,5 mal 10 ist rot 25, damit ich kein Komma mehr hier habe. Und 10 25stel kann ich wieder durch 5 kürzen, habe ich 2 Fünftel, dann sauber abschreiben. Das ergibt das. So, ich drücke wieder die Pausetaste, ihr auch, ihr rechnet wieder weiter und dann sehen wir uns. Na, Achtung, hier erstmal in richtige Brüche verwandeln oder alles in Kommazahlen, will ich jetzt gar nicht zeigen. Geht deswegen leichter, werdet ihr gleich sehen. Klapps rückwärts, also plus 3. Die 3 erstmal darüber, dann habe ich ein halb x, kann ich auch als x halbe hinschreiben und hier statt ein Viertel y, y Viertel. Und jetzt stört mich noch durch 4, das hier drüben ist vollkommen egal, ich will ja y alleine haben. Dann steht also in der nächsten Zeile hinter dem Regiestrich mal 4, das mal 4 ist 2x und das mal 4 ist 12 und hier ist y sauber. Notfalls dann wieder tauschen. Hier, um das y sauber zu bekommen, habe ich einfach die Wurzel gezogen. Eigentlich müsste man korrekterweise dann sagen, dass hier plus minus y rauskommt oder hier plus minus y ist andere Schreibweise als Wurzel. Immer die Wurzel über alles schreiben, was ich auch wirklich radiziere, also woraus ich die Wurzel ziehe und dann abschließen. Das schafft euch Sicherheit. Und nie über das Gesamte, also falsch wäre zum Beispiel, habe ich schon mal gesehen, hierüber alles eine Wurzel. Das darf man nicht machen, um Gottes Willen. Und über ein Gleichheitszeichen hinweg kann man solche Rechenoperationen nicht machen, sondern man macht es auf beiden Seiten. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht auf diese zwei Lösungsvariante ein, sondern wir nehmen jetzt erstmal einfach das als Umstellübung. Genauso hier. Hier lässt sich ganz schlecht eine Wurzel draus ziehen. Ich könnte zwar eine Wurzel rüberschreiben, aber das bringt mir nichts. Lasst uns erstmal die zweite binomische Formel anwenden. Dann steht hier y minus 1 in Klammern zum Quadrat. Binomische Formel werde ich wahrscheinlich nochmal einen Link anbringen, ne? Dass das nicht so in Vergessenheit gerät, wie das funktioniert. Lässt sich übrigens auch leicht lernen. So, dann steht das so hier. Jetzt kann ich die Wurzel ziehen, ganz glatt, nämlich dann verschwindet in Klammern hoch 2 und es wird y minus 1 ist gleich x. Ne? Wurzel ist das Gegenteil vom Quadrat. Wie gesagt, auch hier nur als pure Umstellübung. Wer will, der nimmt dann natürlich die 1 rüber und y ist dann x plus 1. Gut, ich hoffe, das hat erstmal zum puren Umstellen geholfen und ja, schaut auch mal in dieser Playlist nach. Das ist grundsätzlich Gleichungen umstellen, wird in dieser einzelnen Playlist extra behandelt. Also richtig nur, es geht nur um Gleichungen umstellen. Verschiedenste Typen, verschiedenste Varianten. Gut, ich wünsche euch was Schönes. Vor allem gute Noten. Macht's gut, tschüss.